Hey Leute, Retro Joe ist am Start und wir haben. Was ist das denn? EGA? Nein, Sega natürlich. Sega, wir spielen Mega Drive. Und zwar ist das ein Zuschauerwunsch und da wurde sich gewünscht, dass ich doch mal Boogerman für den Mega Drive anspielen soll. Ich kenne das Spiel aus anderen Videos natürlich. Ich habe das einmal gesehen beim guten Bitbanditen. Der hat das Spiel mal vorgestellt. Das war, glaube ich, in seiner Halloween-Folge. It's dark and stormy night at Professor Stinkbaum's Lab. Das verspricht ja schon vieles. Where a machine has been built to save the world from pollution by transexisting it to dimension excrement. Eccentric Millionaire Snotty Rascadale. Ja, egal. Wir sind Boogerman und unsere Hauptangriffe sind Popel. Ist das nicht schön? Wie sie auch direkt hier in so einer runtergehenden Ark hier fliegen. Das sind Pümpel. Was machen die? Okay, hier kann ich noch burpen. Wow, okay. Das ist ja genau mein Humor, ehrlich gesagt. Meine Frau würde sich jetzt wieder hier schämen. Aber die ist gerade nicht da. Okay, ich habe sogar quasi eine Munitionsanzeige oben links. Und man kann auch Gegner vernichten, indem man auf sie drauf springt. Wieso komme ich denn hier nicht an den Popel dran? Runter und springen? Naja, wieso leuchtet mein Cape? Verstehe ich nicht ganz. Ich glaube, mein Cape ist sowas wie meine Energieanzeige. Okay, mit Cola füllt man die Burp-Anzeige wieder auf. Na, fliege, geh weg. Die Musik geht ganz gut ins Ohr. Ich hoffe, die ist für euch laut genug. Wow, was ist das denn hier? Ah, okay. Da hangelt er sich einfach lang. Na. Furzgeräusche. Für Furzgeräusche ist das Mega Drive ja sowieso schon bekannt. Also da gibt es ja ganz viele Running Gags, dass der Mega Drive hauptsächlich Furz- und Rülpsgeräusche als Soundeffekte drauf hat. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Mega Drive kann auch deutlich mehr als das. Das fleischfressende Pflanzen. Oh, ein Feuerrülpser. Ah, ich habe eine Chili gegessen. Deswegen. Was ist hier? Oh. Okay. Okay, die Viecher da im Hintergrund tun mir übrigens nichts. Ich habe aber immer noch nicht gecheckt, wofür diese Pümpel hier gut sind. Okay, wenn ich draufstehe und rülpse, gehen die kaputt. Aber was das jetzt bringen soll, weiß ich nicht. Das hier erinnert mich ein bisschen an Super Mario. Okay, da kriege ich neue Rotze. Entschuldigung, Leute. Ja, wenn man nach unten und C drückt, dann gibt es noch einen feurigen Furz. Oh, jetzt bin ich abgestürzt. Einen feurigen Furz. Flatulent Swarms Level 1. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt hier heute kommen oder wie weit wir hier kommen wollen, aber ich muss sagen, wenn man jetzt von der offensichtlichen Schwachsinnigkeit der Figuren und des Settings und so weiter mal absieht, das ist kein hässliches Spiel. Also die Animationen, die finde ich ziemlich gut. Die sehen relativ flüssig aus. Boogerman als Charakter ist groß und gut von den Hintergründen zu erkennen. Das finde ich ganz okay. Weiß noch nicht, was ich davon habe, hier diese Dinger kaputt zu furzen. Jetzt nehmen wir hier wieder das Nasentaxi. Ich habe auch bestimmt irgendwie die Hälfte vom Spielprinzip hier längst noch nicht kapiert oder irgend sowas. Bestimmt noch ganz viele Sachen, die ich überhaupt nicht gecheckt habe bisher.
Hier wäre ich wahrscheinlich rausgekommen, wäre ich da hinten nochmal reingegangen. Hat jetzt aber keine Lust zu. Musik ist irgendwie so typisch Mega Drive, ne? Also ein bisschen Synthesizer-Gedudel. Ist ja eigentlich ganz nett. Okay, ah, die Dinger sind nur Punkte. Burp, burp. Okay, hätte ich mehr davon gesammelt, hätte ich mir da einen größeren Turm bauen können, um oben an das Extra-Level zu kommen. Okay. Zweite Level sieht genauso aus wie das erste. Gucken wir mal, wie hoch wir springen können. Okay, höher als so kommen wir wohl nicht. Oh. Na. Ah, okay, auf die Dinger kann man auch einfach drauf springen. Dann kann ich mir dann quasi meine Munition sparen. Okay, man kann auch einfach eine. Oh, schon wieder tot. Man kann also auch einfach eine Ebene nach unten springen. Das ist auch ganz nett. Leute, ich muss mir echt mal anfangen, mir aufzuschreiben, wer sich das Spiel gewünscht hat. Ich bin mir nicht sicher, ob es der Bogbab war oder ob es der Patrick Valenti war oder doch jemand ganz anderes. Bitte entschuldigt mich da. Ich habe wirklich ein ganz, ganz schlechtes Namensgedächtnis. Aber ich gelobe Besserung. Ich werde ab sofort eine Liste führen. Also wenn ihr Spielewünsche habt von Games, die ich euch mal zeigen soll, unabhängig davon, ob es jetzt Mega Drive, Super Nintendo, NES, Master System, Game Boy, Game Boy Color oder Game Boy Advance ist, mit all dem kann ich dienen. Dann lasst mich das in den Kommentaren wissen. Am besten mit dem Hashtag zeig mal. Ja, ich blende es unten mal ein. Hashtag zeig mal und dann den Titel des Spiels. Dann ist es für mich nämlich auch einfacher, das hinterher in den YouTube-Kommentaren irgendwie raus zu filtern. Und dann kann ich mir da ganz einfach eine Liste machen. Und dann läuft das, würde ich sagen. Ah, okay. Ich dachte, ich wäre schon wieder tot. Das ist unser letztes Leben. Wir gucken mal, wie... Oh, der sieht aber nicht so nett aus, Kollege. Red! Das ist natürlich total aus den 90ern gegriffen, das Ganze hier. Red! Cool, cool! Was sind das für welche? Ich finde die dicken Frösche mit den Iros da im Hintergrund, die finde ich auch irgendwie lustig. Ich kann nicht nach oben schießen. Ich weiß auch nicht, wofür diese Augen hier sind. Okay, der Deckel zeigt nach oben, das heißt, da hätte ich woanders reinklettern müssen. Die auch wieder voll in seinen Speer gehüpft. Ja, also wer ein bisschen ausführlichere Infos von jemandem haben will, der das Spiel tatsächlich kennt, guckt euch auf jeden Fall das entsprechende Video beim Bitbandit, Achtung Retro-Überfall, auf seinem Kanal mal an. Super netter Kollege, haben auch schon ein, zwei Mal Projekte zusammen gestartet. Ich mag den sehr, sehr gerne. Das ist ein richtig netter Kerl. Und der kennt Boogerman, glaube ich, deutlich besser als ich. Der erzählt in seinem Video da auch ein bisschen mehr über Inhalt, Werdegang und so weiter. Und wenn ihr schon da seid, lasst dem Mike doch einfach mal ein Abo da. Und wenn ihr mir noch kein Abo gegeben habt, worauf wartet ihr, Leute? Ich meine, ne? Hier, aber die 500 sind nicht mehr weit. Zack, zack. Nee, das reicht auf jeden Fall nicht, um an das Extra-Leben zu kommen. Der fängt gar nicht erst an zu bauen. Ich frage mich, also ich weiß, dass es auch noch andere Umgebungen gibt als das hier. Ich frage mich nur, wie viele Level kommen da? Und gibt es hier noch sowas wie ein Endboss-Fight? Falls ja, würde ich den natürlich gerne noch irgendwie zu Gesicht kriegen. Und ich weiß nicht, was diese Steine da sind. Das sieht aber irgendwie aus, als könnte man damit interagieren. Aber wegschieben tut er sie nicht. Das nenne ich mal einen kräftigen Rülpser. Na. Na, das hilft mir jetzt aber wenig hier. Wow, wow. Gegner werden langsam ein bisschen dicker. Ein Gespenst. Ich spiele das Ganze natürlich hier auf dem Emulator der Einfachheit halber.
Ich habe Boogerman auch nicht fürs Original Mega Drive, aber es gefällt mir tatsächlich ganz gut. Also Plattformer sind ja immer so ein bisschen meine Schwäche. Da bin ich nicht immer so richtig gut drin. Aber wenn ich das hier mal günstig auf einer Börse sehe oder so, würde ich das durchaus mitnehmen. Falls da einer weiß, was da ein vernünftiger Preis für ist, lasst mich das mal wissen. Also wenn das so 10, 15, maximal 20 Euro im Durchschnitt kostet, dann wäre das durchaus eine Investition, die ich tätigen würde. Alles drüber weiß ich dann wieder nicht. Ja, zu Mega Drive selbst bleibt zu sagen, dass die Mega Drive Mini-Konsole, die Originale von Sega, also die offizielle, die hat sich ja jetzt leider ein Stück weit verzögert. Die sollte eigentlich, glaube ich, diesen Monat rauskommen und hat sich, wenn ich mich ganz schwer täusche, auf Oktober jetzt verschoben. Das ist natürlich sehr schade. Ich mag diese Mini-Konsolen nämlich sehr gerne, auch wenn ich nicht immer wirklich damit spiele, weil ich doch Original-Hardware dann doch lieber mag. Und da auch meistens die Controller-Kabel irgendwie ein bisschen kurz sind. Und bei der europäischen Version verstehe ich halt nicht, warum wir nur die 3-Button-Controller kriegen und nicht die 6-Button-Controller. Auch wenn ich das Design vom 3-Button-Controller eigentlich total cool finde. Oh, jetzt spuckt er auch noch. Aber wir kriegen leider nur den 3-Button-Controller. Das ist natürlich die Frage, sind da Spiele drauf? Ja, da ist Street Fighter drauf. Also allein für Street Fighter ist das schon eine Frechheit, dass wir nicht den 6-Button-Controller kriegen, weil Street Fighter mit dem 6-Button-Controller auf Mega Drive ist die beste Variante von Street Fighter, wenn ihr mich fragt. Also zumindest was 16-Bit anging. So, da sind wir doch gekonnt durchs dritte Level. Ja, ich bin, wie gesagt, ihr kennt das wahrscheinlich inzwischen, ihr habt ja bestimmt alle meine Videos gesehen. Ich bin ja mit dem Super Nintendo aufgewachsen und hatte als Kind selber kein Mega Drive. Deswegen ist meine präferierte Variante von Street Fighter natürlich Street Fighter 2 Turbo. Aber ich muss sagen, die Championship Collection auf der Mega Drive, gerade mit dem 6-Button-Pad, ist nicht schlechter als Street Fighter 2 Turbo. Und ich oute mich jetzt einfach mal, wenn ich sage, ich finde das 6-Button-Pad von Sega für Fighting Games ziemlich optimal. Aber ich schweife schon wieder ab. Hier geht es ja heute gar nicht um Fighting Games. Auch wenn das momentan so ein kleines bisschen ein Fokusthema bei mir auf dem Kanal ist. Habt ihr sicher schon gemerkt mit den ganzen Streams und meinen netten Kollegen und so. Macht halt momentan richtig Bock. So, ich will aber jetzt trotzdem wissen, gibt es hier noch einen Endboss oder sowas? Ich leuchte, ich bin gelb. Ich weiß nicht, wie viele Treffer ich tatsächlich kassieren kann. Hier, das ist ein bisschen... Das hätte man etwas besser erklären können vom Spiel her. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich weiß nicht, wie viele Treffer ich kassieren kann. Also erst ist rot, dann leuchtet es und dann wird es gelb. Und ich weiß nicht, was nach gelb passiert. Und wenn ich es jetzt rausfinde, bin ich tot. Da oben komme ich schon wieder nicht hin. Double Jump macht er nicht. Sprung aufladen oder so geht auch nicht. Also keine Ahnung, wie ich da an das Ding komme. Kann ich auf den drauf? Ah, so. Wow! Alter! Er hat auch keine Schuhe an, ne? Er hat nur so löchrige Socken. Also den Charakter finde ich echt lustig. Die Soundeffekte, die taugen auch was. Weiß aber nicht, wofür das Item tatsächlich steht. Also da, ich habe da oben so ein M. Manchmal findet man ja Chilis, die sind dann fürs Rülpsen. Das M ist jetzt für... meine Spuckattacke. Ich glaube, das hier ist so eine Art Safe House. Also Zwischenspeicher-Rücksetzpunkt. Wie nennt man das denn? Fällt der Fachbegriff gerade nicht ein. Ja, ein Safe Spot halt. Boogerman, ey.
Und da zerlaufen wir in flüssigen Matsch. Game over, Freunde, das ist es gewesen. Ey, immerhin sind wir ins vierte Level gekommen. Fürs allererste Mal, finde ich gar nicht schlecht. Abschließend. Okay, es gibt auch ein Passwortsystem mit rotem Stück Teufelspizza, Yeti, Popel und Goblin. Ja, also wenn ihr Boogerman spielen wollt und ihr wollt im vierten Level anfangen, dann nehmt ihr Teufelspizza, Yeti, Popel und Goblin. Das war's von mir. Lasst mir eure Spielewünsche in den Kommentaren mit dem Hashtag zeigt doch mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.